Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ruth. Ja, hallo. Wir können eigentlich starten, ne? Ja, hau rein. Ja. Jo, ach, die Map hatten wir ja auch schon mal gehabt. Jo, aber jetzt bin ich links. Wow. Also es ist jetzt eine Änderung, die ist... phänomenal. Genau. Aber die Teams sind sich geändert. Ich spiele mal als Amerika. Ja, und ich spiele wieder als Franzose. Ja, eigentlich wollte ich ja mal Deutschland spielen, nur ich habe gedacht so... das ist ja mal langweilig, wenn ich mal das gleiche spiele, deshalb... nehme ich mal die Amis. Americans. Bauen wir direkt eine Prototypenbasis und bauen wir die Gegner mit Long-Tom-Artillerie. Da hat der keine Chance. Die kann hier locker bis die gegnerische Basis schießen. Ah, sehr schön. Meine Prototypenbasis brauche ich nicht. So, wollen wir mal gucken, was hier so noch geht. Der Feind setzt Blitzangriffe in diesem Sektor ein. Ich könnte auch mal diese Calliope, soll ich auch mal die heißen, bauen. Das sind genau die gleichen wie diese Wurfrahmen, nur halt von Amerika. Ja, bau doch. Oder Flammenwerferpanzer. Bau doch. Nee, Flammenwerfer nicht. Die sind tödlich gegen Infanterie und Gebäude. War mir egal. Ich habe jetzt mal erstmal die schwere Artillerie gebaut. Die hat eine übelste Reichweite bis in die Gegnerbase. Ich merke gerade, der spielt sehr aggressiv, der Linke. Und ich habe keine Verteidigung gebaut. Jo, vor diesem Video werden wir auch unser neues Intro setzen, was wir heute frisch gecraftet haben. Das Geile ist, Robin, die Amerikaner haben einen Luftschutzbunker, der greift alles an, also der greift alle Ziele an. Ja, aber die sind alle meistens leicht und nicht massiv. Massiv, doch, massive Stellung. Yay, die Deutschen kommen. Nicht die Russen kommen, die Deutschen kommen. Die Briten kommen. Die Briten kommen, die Briten kommen, die Briten Niklas kommen. Niklas ist ein Offizier, der sich den Franzosen angeschlossen hat. Und die, und deshalb, mi, sagen die Deutschen uns jetzt beide angreifen. Genau, genau so ist das und nicht anders. Was bin ich? Du bist ein Offizier, der sich, ein deutscher Offizier, der sich mit Frankreich verbündet hat. Warum? Deshalb greifen dich die Deutschen jetzt an. Und ich helfe dich zu verteidigen. Als ob. Warum kämpfst du da mit den Russen? Mit den Franzosen? Weil Amerikaner verbündet waren. Ah ja, genau. Oh Gott, ich hab da. Lalala. Ich sag ja, ich bin der Mann für die produktiven Kommentare. Oh geil, Alter, ich kann von hier die Base der Gegner beschießen, Robin. Ja, freu dir einen Keks. Ja. Luftschutzbunker, massive Stellung. Ja. Ja, genau, du brauchst natürlich. Ah, nee. Ja, egal. Lalala. Der ist gegen alles. Lila, Luna, mal der Mond. Hört. Nicht auf dem Mond, im Mond. Eine neue List ist verfügbar. Ich glaube, ich erforsche jetzt mal diese. Ich glaube, ich baue mir jetzt mal Flammenwerferpanzer. Lol. Oh mein Gott, ein Grafikbug! Verdammt, ich spiele doch keine Franzosen. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen, ich spiele doch Deutscher. Ah. Und ich hatte gerade mega Franzosen spielen. Deswegen irgendeiner von uns spielt Deutsch. Ach komm, lass mich heute alle bloß in Frieden. Heute ist Robin, nicht Robins Tag. Ja, gestern war genauso beschissen. Mit der Minecraft-Folge? Ach, lass mich. Nein. So. Natürlich sind meine MG-Nester an der Stellung dann vollkommen useless. Warum? Weil die da nichts beschießen. Ach, du dachtest, das wäre ein französischer Bunker? Ja. Ich hab gedacht, ich spiele gerade den Fahrzeug. Aber nein.
Dann bin ich halt der deutsche Offizier, der sich da angeschlossen hat. Ah, meine Arti ist auch schon fertig. Jawohl, jetzt. Naja, wenigstens macht er meine MG-Nester platt. Nicht mein starkes. So, ich beschieße mal den Gegner, ne? Die gegnerische Basis. Ja, magst du mal denn eine Artillerie da zerstören? Hat ich zerstört gerade das eine Flugfeld von ihm, damit er kein Flugzeug mehr hat. Ja, Niklas. Zerstör mal bitte den da. Wen? Ach, so, ja. Hm. Könnte ich natürlich mal tun. Ja, das wäre echt hilfreich. Nein, das könnte jetzt gefährlich werden. Der Feind hat gerade Militärforschungen abgeschlossen. Hey, wir treffen ja sogar geil. Ja. Mach ihn tot. Boom, direkt eingeschlagen. Geil. Danke. So, dann mache ich jetzt mal das zweite Flugfeld im Marsch. Der Feind hat einen neuen Stützpunkt errichtet. Ich frage mich, was ich mit dem Flammenpanzer eigentlich will. Also viel kann er ja nicht machen. Ich glaube, ich schicke mir jetzt das Scout nach vorne. Ah, oh, die Flugfelder schön zerbomben, dann passt das. So, ich glaube, ich stelle jetzt da einen T95 hin, dann passt das auch. Ah, da könnte ja ein Medium sein, das ist ja lustig. Niklas, magst du mal bei mir auch so eine Artilleriestellung hinstellen? Das sind keine Artilleriestellungen, das sind Artis, die ich gebaut habe. Kannst du. Kommst du bis zu den nächsten da noch ran? Bis zu welchen? Markier. Klar, logisch, die kommen noch viel weiter, Robin. Ja, dann machen platt. Die kommen so viel weiter. Die Artis könnten von hier die gegnerische Basis von dem Liedern beschießen. Ja, du hast den einen da gemobbt, ne? Jetzt ja, nur der zerlegt gerade meine Stellung, weil deine verkackte Siegfried-Blocker ist. Oh, geil, mein Long Tom ist kaputt. Ja, ich verstehe auch nicht, warum mein Siegfried-Bunker mal wieder nicht schießt. Weil es nur einer ist. Und der nicht zwei Zigarette angreift. Na los, greif an, los, Siegfried-Bunker. Ach ja, genau, der haut nur auf die aufgedeckt wurden. Ja, ich habe keinen Luftabwehr an. Oh mein Gott, meine Arti. Schön. Ah, da ist ja mein erster. Oh, sehr, sehr schön. Hey! Yippie! Jetzt wird schon gesprayt hier. Treffen ist Pflicht, ne? Ist doch egal, ich hab genug davon. Die schießen. Guck mal, die schießen schneller als die Deutschen, kann das sein? Ja. Also die laden schneller nach. Wer schießt jetzt? Jetzt lädt er nach und wenn der letzte gelandet ist, schießt schon die nächste Salve. Wenn er nicht nur entstehen schießen könnte. Das Ding ist aber hässlich. Ja, ist einfach nur ein Sherman-Panzer mit so einem Raketenteil drauf oben. Ein amerikanisches Flugfeld kostet nur 60, wusste ich gar nicht. Aber mit denen kann man die ganz gut ärgern. War da drüben mal noch ein Siegfried-Bunker. Begonnen.
Dein Ding ist wohl zerlegt, ne? Boah. Die fliegende Festung hat sogar noch. Ist ein schwerer Bomber, hat aber noch 3 gegen, gegen Flugzeuge. Brauche ich mal einen Grasshopper. So, mal gucken. Die sind aber gut schnell, die Schamen, das ist das Coolste. Schamen? Ja, das sind diese Schamen, diese Raketenpanzer von mir. Und die haben eine ordentliche Reichweite. Das ist bei mir Calliope. Ja, das sind aber Schamenpanzer mit so einem Raketenteil drauf. Und kaputt. Boom. Niklas, so ist die gleich zu dir oben, ne? Ach, kommt der von rechts auch so hart? Ja, die ganze Zeit. Ja, dann stell ich da doch einfach meine... Das halten wir locker aus. Pass mal auf, da packe ich dann einen Luftaufklärer drüber und dann ein paar Jagdbomber, dann passt danke, das. Dass du mal einen Luftaufklärer über meine Base schickst. Ist ja nicht so, was ich ja schon vor 5 Minuten gesagt habe. Ja, aber da hatte ich noch keinen. Wo stehen die Artis? Überall. Ah, das könnte tricky werden, weil der so viele Dingens hat. So viele Flugzeuge. Wo? Packe ich immer noch eine Arti hin, dann können wir ganz einfach seine Flugfelder zerbomben, dann passt das. Ich wusste es. Da kann er genau stehen bleiben. Der Jagdflieger? Er war ein Aufklärer? Ja. Zerstört erstmal seine Flugfelder, ne? Kannst ja alles, was du hier drin hast. Ja, sicher. Was meinst du auch, warum? Aber der Typ ist dumm, der greift mit Jagdbomben an Jagdflieger an. Ja, und warum man das kann? Boah, ich bin gerade so am Ende mit der Kohle. Ja? Ja. Zerbombst dein Flugzeug auf dem Flugfeld, das ist gut. Ich starte mit dem Flugzeug, bam, nein, es wird von der Artillerie getroffen. Ja, und dann noch drei Dings mit, das Flugfeld, 2 Flieger und noch 3 von den Nachschubtrucks. Guck, meine haben nämlich MGs, meine Raketenpanzer. Voll geil. Das sind voll die Hässler mit dem Schirm. Ja, aber die sind voll effektiv, weil die gegen Infanterie noch Dings dran haben. Und ich zerstöre seine Artis mal. Ah, der hat denn noch mehr von den ekligen Viechern?
Hat der keine Hobbys? Ja, wie du ein Dauerfeuer fast hinhalten könntest. Ja, kann ich auch. Das ist ja das Geile an denen. Wenn du genug viele hast, dann machst du mit denen Dauerfeuer. Vor allem die eine Reichweite, das ist das Coolste. Eine ordentliche Reichweite. Die haben keine Ziele mehr. Ich weiß nicht, wen die angreifen sollen. Ich glaube, die hier. Ich könnte dir auch mal vorschlagen, dass du die hier anlegst, weil die schießen zurück. Oh, das ist. Gegen das Geile ist, dass die gegen Infanterie wirklich die MGs noch vorne drin haben, die normale Panzer auch hat. Die haben nämlich auch noch diese normalen Kanonen vom Panzer, nur halt oben drauf noch Raketen. Ja. Sind halt praktisch. Ich schicke jetzt einen Bomber über die Flugfelder, da habe ich jetzt. Das gucke ich mir jetzt nicht mehr lange an. Ich mache überall Blitz an. Bla bla bla, Mr. Freeman. Boom. Meine Luftausstellung ist nicht wirklich gut, aber sie. Obwohl, die zerstört das Flugzeug vielleicht noch. Doch nicht. Da stellen eine zweite hin. Oh oh. Ich baue einfach meine Luftabwehrbasis durch. Ey, voll geil, man erwehrt sich mein Bomber, der schießt, guck. Ha? Mein Bomber schießt zurück mit MGs auf Flugzeuge. Ja. Nein, aber er hat das Flugfeld kaputt gemacht. Ich könnte mir. Ich habe doch diese geilen M19 Luftabwehrpanzer, diese mit dem Drehturm drauf hinten. Führt nicht gegen Flugzeuge. Kann alles angreifen. Also, man merkt schon, Amerika ist auf Land gerüstet, aber immer gegen Luft. Ja, produktive Kommentare. Vergiss nicht, dass sie produktiv sind. Ich packe jetzt noch ein paar Flachs in den Wald neben unsere Stellung, ne? Ja. Ich mach momentan nicht so viel, weil ich erstmal Kohle ran schaffe. Gute Idee, solange ich noch Geld habe, baue ich ja noch Verwaltungsgebäude. Bumm. Da gehen seine Artis hin. Die sind auch genau. Meine Panzer? Ja. Die sind richtig geil. Also mir gefällt. Sorry, wenn es jetzt bei mir ein bisschen langweilig ist, aber ich spare halt. Ich kann das auch mal von oben zeigen, das schöne Ding hier. Ja, jawohl, abgeschossen. Hier meine schöne Kabine und so. Was ist für eine Kabine? Genau am amerikanischen Flaggen als deutscher. Ah ja, genau, ich habe mich mal mit Amerika verbündet. Deswegen kann das hinkommen. Boah, guck mal, wie ich das Lager zerlege von dem Typen. Hier, schön aus dem Fenster, Sonnenschein. Wie ich den zerlege da drüben, das gibt's nicht. Mit diesen drei. Mit den drei Panzern da. Wenn die jetzt noch eine Flakstellung hinten drauf hätten, dann wäre es die ultimative Allrounder. Aber dazu habe ich ja die M19, die ich gleich mitschicke. Ja, das sind Droiden, können alles aber nichts richtig. Ich habe jetzt noch drei Flakpanzer mit, ne? Ja. Wenn die Panzer sind alles zerstören erstmal. Go, 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 Gold. Komm rein, Gold. Yeah, Gold. Komm rein, ran. Gold. Goldige, Gold, Gold. Gold, Gold. Jawohl, und das ist mein vorläufig erstmal mein letzter. Ich muss ja auch Einheiten produzieren. Ja, das reicht so. Ich find's schade, dass man nicht Einheiten, auf wenn man keine Kohle hat, einen Auftrag geben kann. Und dass die dann gemacht werden, wenn halt. Sobald man Kohle hat, ne? Ich hab den ganz schön zerlegt, den Typen, muss ich schon sagen. Den. Was ist das denn für ein Ding? Was ist das denn für ein Ding hier? Was hast du da für einen Panzer? Der Fokus meine Panzer, nein! Was ist das für ein Panzer? Was? Die du da gebaut hast. Das sind Flakpanzer, Flugabwehrpanzer. Achso. Die gehen ordentlich ab, muss man sagen.
Und da der Deutsche ja nur auf Dingens geht, stelle ich die jetzt. Okay, Black Screen. Stelle ich die mal direkt vor seine Base. Oh, ja. Niklas, deine MG-Dinger. Ja, der hat keine Hobbys, aber ich guck mal an, wie die funktionieren hier. Der hat keine Hobbys. Ja, guckst du mal, die können. Robin, die können alles angreifen, die Flakpanzer. Ja. Die sind richtig geil. Ja. Ja. 20. Minute. Wir schreiben rote Zahlen. Ich nicht. Das war ein Scherz. So, jetzt hier, MG. Don't kaputt. Die sind zerlegt, das glaubst du nicht. Boom, einen nach dem anderen. Und dann kommen auch schon die nächsten Raketenwerferpanzer. Amerika ist auch voll stark. Anscheinend. Ja, wenn man weiß wie. Wenn man weiß wie. Aber wenn man nicht weiß wie. Einen nach dem anderen. Patsch, 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 patsch. Wie er dachte, der Typ. Bum, 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 bum. Oh, oh. Oh, oh. Na, egal. Oh, Panther. Panther, Panther, Panther. Ungut, ungut. Obwohl. Der ist doch voll toll. Guck mal, was ist mit das in der Bomber der Armee, der hier ankommt, Jagdbombern. Ja. Because he can. Ja, weil er keine Hobbys hat, der Mongo. Schade aber. Und bumm. Und jetzt habe ich eine Idee. Ich könnte auch. Könnte interessant werden. Alle Geschütze, euer Einheit. Wirbelwind. Gut, dann mach den Wirbelwind, nicht den Rest, okay? Ich habe auch schon ein paar Tiger. Ein paar Königstiger. Nice. Beziehungsweise King Tiger. Weil hier nicht die. Weil hier ja King nicht übersetzt wird, sondern. Ja, King bleibt. So, wie teuer ist der? Ist der so ein Wölbe? Ja, 35. Und da kommt der erste Wirbelwind. Oder der erste Wirbelwind wurde in Produktion gegeben. Blitzangriff in diesem Sektor begonnen. Alles klar, Niklas wird wieder aggro. Ja klar, Junge, anders lernen die es noch nicht.
Irgendein Bomber kommt an, ne? Das sind keine Bomber. Was ist das denn? Das ist alles falsch im Springer. Oh Gott. Typisch D-Klasse. Und die lassen sich alle im Wald abspringen. Obwohl nicht alle. Oh, sind sogar welche durchgekommen, ne? Ach, da kommt gut was durch. Tja. Und hier sehen wir einen taktischen Zug. Und wenn ich jetzt am Flugfeld einnehme, dann kann auch nichts mehr machen. Wenn Infanterie einmal wirksam ist, dann in dieser Form. Jetzt nehme ich sein Hauptquartier noch ein. Ja, Hauptquartier eingenommen und Flugfeld eingenommen. Ja. Killing Spree. Da hinten sind aber auch noch Flugfelder. Ja, die nehme ich doch gerade ein. Bis seine Flugzeuge useless sind. Er ja, kann klar. Sowieso nichts mehr bauen, also. Keine Blitzangriffe mehr möglich. Er ist quasi tot. Soll er mein Flugfeld doch einnehmen? Ist mir egal. Ich habe jetzt alle seine Gebäude. Nein, nicht alle. Hab ich auch nicht, hast recht. Der Feind hat gerade die Tierforschungen abgeschlossen. Das kann man aber ändern. Jawohl, keine Blitzangriffe mehr möglich. Oder gelbe ist so ein Opfer, den kann man einfach töten. Also ein einfaches Opfer, nicht so ein Opfer, wie du jetzt denkst, Opfer, nicht so ein Opfer. Sondern eher so ein Opfer. Oh mein Gott! Meine Arti bombardiert meine eigene Basis! Jawohl, Daumen hoch für diese Tat. Endlich tut sie mal was Sinnvolles. Ich hab jetzt eine Prototypenbasis da gebaut, damit ich mir da die Panzer bauen kann. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Ah ja. Yo ho yo, wenn ich nicht hier bin, bin ich anderswo. Jawohl, starten die Einheitenerstellung. Zerlegt. Hallo Gelber. Was machst denn du da? Ich komm jetzt mit zwei. Ich nehme mit zwei ist zu wenig. Ich komm jetzt mit Tiger. Ey, einer hat kapituliert. Ja, und jetzt habe ich einen Luftaufklärer hier gebaut. Ich habe jetzt hier eine ganze Basis. Ich habe hier eine Artillerie-Luftaufklärer-Basis, eine Kaserne. Kaserne hatte ich vorher gar nicht, ja? Habe ich nur nicht den bekommen. Was ich schade finde, ist, dass man, wenn man Sachen nicht einnimmt, dass man dann seine Sachen nicht produzieren kann. Na? Hä? Ist doch eigentlich schade, dass man nicht die Sachen, wenn man jetzt ein Ding einnimmt, ne? Dass man da nicht die Sachen bauen kann. Ach, die er produzieren kann, sozusagen deutsche Sachen dann? Genau. Ach so. Eigentlich schade. Aber auch wiederum realistisch. Weil du musst ja, um die einzunehmen, alle töten. Der Feind hat gerade die Tierforschung abgeschlossen. So, sein letztes Gebäude auch noch. Was mache ich denn jetzt mit meinen ganzen Panzern? Mit welchen ganzen Panzern? Also mit den beiden, die hier stehen, weil ich habe ja keine Ziele, die angreifen können. Wir haben eine neue Liste erhalten. Ich hab keine Ahnung. Erstmal das letzte Gebäude kaputt machen. Auf den Kübelwagen. Nein. Also viel läuft da bei dem nicht mehr. Beim linken auch nicht. Bei dem gelben gleich auch nicht mehr. Vor allem, dass die mittlere kommt, eigentlich hatte ich die stärker eingeschätzt. Das können wir uns nicht leisten. Ich meine, dass wir gewinnen, stand ja außer Frage, aber. Ja, wir wollten erst auch ein Online-Match machen, nur da wären wir gnadenlos untergegangen. Genau, und das wollten wir euch nicht antun. Nee. Komm, wäre das LP dann nach 2 Sekunden vorbei gewesen. Ja, nach 2 Minuten. Und ich glaube, das hätten wir auch nicht hochgeladen. Ah, ich habe schon eins nach 1,5 Minuten verloren. Ja? Mhm. Oder 2,5 waren das, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas in der Richtung. Ist aber ordentlich gerusht. Siedle ich die alle mal hier vorne an. Tja, das war's.
sein Bomber auch vorhin kaputt gegangen ist. Egal, baue ich mir hinten mal einen Bomber. Ich wollte einen Bomber direkt aufs Flugfeld, weil der Bomber, das ist das Geile an den Amerikanern, die können sich gegen gut gegen Flugzeuge wehren, die haben sogar 3 Punkte da. Oh, ein KV-1. Kümmerst du dich um den links oben, ich um den rechts oben? Ja, von mir aus. Okay, gut, den rechts oben werde ich jetzt nämlich gleich erledigen. Hey, der schießt den Jagdbomber von ihm. Ach, wie peinlich. Nein! Verdammt, mein Bomber wurde abgeschossen. Egal, zerstöre ich ihm seine Basis. Ach, du machst ihn ja schon fertig. Ich wusste gar nicht, dass du schon bist so schnell. Ich kann doch nicht schon die ganze Zeit. Ich mach da mal die Basis hier oben kaputt. Ja. Hier wieder pure Konzentration. Ja. Ist ja nicht so viel dummes Gelaber. Nur am Anfang gab's produktive Kommentare von mir. So, ich glaube, ja, der Gelbe ist eliminiert. Ich befürchte, das geht unsere Ressourcen nicht her. Einheitenerstellung läuft. Die ausgewiesene Position einnehmen. Ich glaube, der Typ hier ist jetzt auch fertig. Sie hat den Bau wieder abgebrochen, komisch. Jetzt bricht er, der fängt ja den Bau an und bricht ihn dann wieder ab, ist der dumm? Naja. Oh, er baut etwas. Und gut, bestimmt ein Flugfeld. Ja, er baut ein Flugfeld. Nein, eine Panzerabwehrbasis. Ach gut. Und kaputt. So, haben wir den auch erledigt. Pass auf, links kommt einer. Habe ich gerade gemerkt. Karo M15. Optimierter mit einem Panzer. Oh, nicht gut. Hier ist alles nichts gut, solange wir hier optimiert vorstehen. Ach, meine haben ja Kanonen. Das wusste ich gar nicht. Also, die können richtig feuern wie ein normaler Panzer. Cool. Die können noch vor allem wieder mal Panzer haben, MG drin und noch ein Raketenwerfer oben drauf. Der ultimative Panzer. Hat nur keine Luftverteidigung. Nö. Deshalb sollte man ja auch immer M11s mitschicken. Oder M9. Ach nee, M19 heißen die, glaube ich. Jetzt zerbombt mich ja. Zumindest versucht er es. Er versucht es zu zerbomben, aber er hat es nicht geschafft. Wer versucht es zu zerbomben? Keine Ahnung. Wir können eine neue List einsetzen. Einheit meldet Feindkontakt. Irgendwie gewinnen wir immer fast immer durch solche Spraypanzer. Wir haben nicht genug Nahrung. Naja, egal. Hauptsache wir gewinnen.
Hauptsache, wir zeigen unseren Zuschauern, was wir können. Ja, immer die gleiche Taktik, immer gewinnen durch Taktik. Ja, hey, man kann auch so Taktiken optimieren. Ja, zum Beispiel einen Rush damit machen mit den Panzern. Das geht. Schneller zu seinem Ziel kommen und so. Das geht mit Russland und so. Wir brauchen aber trotzdem... Ach, egal. Oh, ich habe noch einen Bomber gebaut. Mein Bomber soll jetzt nämlich für seine Flugzeuge angreifen. Ja. Noch langweilig. Ey, dann wollte ich schießen. So. Der hat ja noch eine Flak stehen. Mit diesem Bild können wir uns ja auch, glaube ich, langsam sicher mal verabschieden. Ja, warte mal, das passt noch. Eine Minute haben wir noch hier. Ja, sicher. Das sind die. Und das war wieder eine neue Rekordzeit. Nein. Nein? Nein, erste Folge haben wir schneller. Aber die ist ja abgeschnitten worden. Oh, mein Bomber wird es vorhin anreißen. Jawohl. Sieg. Oh, oh. Schönes Ding. Jo, dann würde ich mich auch einfach mal mit diesen Bilder hier verabschieden. Ich sag tschüss. Er jo. Sagt tschüss. Und wir sagen bis tschüss. Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt tschüss. Tschüss.